Hallo und willkommen bei Natureholic und Canelio. Mein Name ist Chris Lukaub und heute würde ich euch gerne entführen in den Süden der USA und zwar genauer gesagt nach Florida. Florida ist ja nicht nur ein Traumziel für Millionen von Touristen, die gerne viel Sonne tanken und den Strand genießen wollen, aber auch für Naturliebhaber und insbesondere die Everglades mit ihrer fantastischen Flora und Fauna, aber auch die vielen klaren Quelltöpfe, die jede Sekunde Millionen Liter klares Wasser aus der Tiefe sprudeln lassen. Eines meiner Lieblingsziele, wenn ich in Florida bin, ist der Gilchrist Blue Springs State Park. Das ist in der Nähe von High Springs. Und hier hat es auf dem Gelände mehrere Quellen, die nur wenige Meter voneinander entfernt sind. Eine heißt Blue Springs, eine heißt Naked Springs. Und hier kann man jede Menge an Fische beobachten, schöne Wasserpflanzen, Süßwasserwirbellose wie Krebse und auch Garnelen, aber auch Schildkröten und vor allem ab und zu mal auch Alligatoren. Es heißt ja, dass Alligatoren jetzt nicht so gerne im klaren Wasser sind, aber ich kenne schon Vorfälle, wo auch in den klaren Gewässern, vor allem auch in diesen Quellen, Menschen von Alligatoren angegangen und getötet wurden. Das heißt, man sollte immer vorsichtig sein, wenn man in Florida in ein Gewässer steigt, auch wenn es sehr verlockend ist. Man sollte immer schauen, ob irgendwo am Ufer oder vielleicht auch mit den Behörden reden. Meistens sind das ja diese Parks und da gibt es ja auch Behörden, ob da irgendwie in den letzten Tagen ein Alligator gesichtet wurde. Also man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es doch schon passieren kann, dass Alligatoren Menschen angehen und dann entweder sie schwer verletzen oder, wie in einigen Fällen auch schon passiert, die Menschen getötet wurden. Aber nicht nur die Alligatoren bereiten Kopfschmerzen manchmal, sondern auch, wenn es in diesen dichten Wasserteppichen geht, können sich auch Schnappschildkröten verstecken und diese können auch 60, 70 Zentimeter groß werden. Und wenn so eine Schnappschildkröte mal zubeißt, dann kann schon auch eines der Beine schwer beschädigt werden oder vielleicht auch die Hände, wenn man sich gerade schwimmend dort bewegt. Also man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ist es ein wunderbarer Ort zum Schnorcheln und die Wassertemperatur ist bei 20, 21 Grad und eine schöne Abkühlung. Vor allem in Florida weiß man ja, dass es so richtig heiß werden kann und wenn man dann in das kühle Nass steigt, das kann schon sehr erfrischend sein. Ich habe die Quellen oft besucht und auf einem Trip konnte ich früh morgens, als ich ins Wasser gestiegen bin, mindestens 200 dieser Schildkröten hier entdecken. Diese Art heißt Pseudemis suvaniensis. Es gibt aber mindestens 15 andere Arten, die hier die Quellen regelmäßig aufsuchen. Die Schildkröten kommen also her, um sich zu paaren, verweilen dann meistens ein paar Wochen hier. Ich habe mir sagen lassen, 3 bis 4 Wochen. Und in dieser Zeit fressen sie die Wasserpflanzen, die normalerweise im April an der Wasseroberfläche sind, fast bis zum Bodengrund runter. Und zwar in diesem Fall ist es eine Hydrilla verticillata, an denen ich sie meistens beobachten konnte. Und die wächst ziemlich hoch und wird dann innerhalb von 4 Wochen fast bis auf den Bodengrund weggefressen. Daneben gibt es noch 2 Pflanzen, die etwas länglicher aussehen, also längliche Blätter haben. Das eine ist Sagittaria curtiana und die kann man daran erkennen, dass die Spitzen der Pflanze, der Blätter, sehr spitz zugehen. Und dann gibt es noch Vallisneria americana, deren Spitzen sind eher abgerundet und so kann man die voneinander unterscheiden. Die schönste und auffälligste Pflanze hier in dieser Quelle ist sicherlich Ludwigia repens. Aus der Aquaristik kennen wir sie ebenfalls, allerdings in den meisten Beschreibungen steht, dass sie eine Hintergrundpflanze ist, die bis zu 50 cm hoch wird. Hier in den Quellgewässern habe ich schon Pflanzen gesehen, die wachsen in sehr großen Büschen und erreichen mindestens eine Länge von 2 bis 3 Metern. Also enorm im Vergleich zu der Aquaristik. Sie mag eher das mittelharte Wasser und Temperaturen von 22 bis 28 Grad Celsius. Im Jahr 2018 gab es ja dieses Problem mit Hurricane Katrina und da war die Quelle über mehrere Wochen dunkel gefärbt. Das war sehr braunes Wasser und viele Pflanzen sind abgestorben und erholen sich erst langsam wieder. Die auffälligsten Fische hier in der Quelle sind sicherlich die Sonnenbarsche, die auch gar nicht so scheu sind. Oft kommen sie ganz nah ran. Wir haben hier in der Quelle mindestens 4 bis 5 Arten, Lepomis auritus, Macrochirus, Lepomis macrolophus oder auch Lepomis punctatus.
Lepomis microlophus zum Beispiel wird auch Shellcracker genannt, weil diese Schnecken fressen und diese mit ihren Mäulern knacken, was man auch manchmal sogar hören kann. Im Vordergrund sehen wir eine große Gruppe von Orphen, und zwar Notropsis harperi. In den USA heißen die Red-Eye Chub. Und wer aufmerksam hingeschaut hat, konnte in dem Schwarm, also hier zum Beispiel auf der rechten Seite, einen Killifisch entdecken mit roter Flosse. Und zwar handelt es sich hierbei um Lucania gudei. Auf Englisch heißen die Blue Fin Killifisch. Neben den ganzen Schwarmfischen, Killifischen und den Sonnenbarschen gibt es noch einen anderen Barsch, einen Flussbarsch. Der heißt in den USA Largemouth Bass und lateinisch Micropterus salmoides. Um diesen Fisch gibt es einen regelrechten Hype in den USA. Also man findet sie überall, wenn es ums Angeln geht. Die meisten Angler wollen diesen Fisch angeln. Der wird bis zu 10 Kilogramm, also 17 Pfund schwer. Und der ist hier, glaube ich, auch einer der größten. Es gibt noch die Gars, Longnose Gar, die werden auch etwas größer, allerdings habe ich sie bisher nicht gesehen. Also insgesamt wird diese Quelle von ungefähr 20, 25 Arten aufgesucht, also Fischarten, darunter auch einige bekannte, die wir in der Aquaristik auch kennen. Gambusia holbrooki ist zum Beispiel so einer, der östliche Moskitofisch, so wird er in den USA genannt, Eastern Mosquito Fish. Dann gibt es noch den Seminole Killifisch, Fundulus seminolis, was ich auch bisher nicht gesehen habe. Und verschiedene andere Arten wie der Spotted Sucker oder der Striped Mullet. Also alles Arten, die vielleicht jetzt nicht so auffällig von der Färbung sind. Die auffälligsten sind die Sonnenbarsche, wie ich schon gesagt habe. Dann die großen Schwärme der Notropsis, der Orphen und natürlich der Flussbarsche. Was wir hier sehen über den, also linker Hand über den Barschen und rechter Hand von der roten Ludwige, ist auch eine Algenart. Ich würde sie der Art Chara zurechnen, aber so hundertprozentig genau weiß ich das nicht. Eine andere Art, die hier ziemlich häufig ist, allerdings eher in den Uferregionen wächst oder da, wo keine so große Strömung ist, ist der amerikanische Wassernabel Hydrocotyle verticillata. Auch Süßwasserkrebse gibt es hier, und zwar ein richtig schöner Procambarus spiculifer. Er ist meistens nachtaktiv, deswegen nur die Fotos. Tagsüber unter Steinen, also wenn man die Steine dann aufhebt oder Wurzeln, kann man auch eine Zwergkrebsart finden, Cambarellus diminutus, und auch natürlich viele Schnecken. Die häufigste Art hier ist Elimia floridensis. Diese Art ist ganz wichtig für die Quelle, weil sie Algen fressen. Wenn man genauer hinschaut, kann man auch sehen, dass sie sehr farbig sind, allerdings nicht das Gehäuse, sondern nur der Körper. Es soll auch eine Apfelschneckenart hier geben, Pomacea paludosa, allerdings habe ich die nicht gesehen. Die einzige Garnelenart, die ich hier gefunden habe, ist Palemonetes paludosus. Man kann sie meistens nachts sehen, wenn die Fische schlafen, dann kommen die Tiere hervor. Ich musste also mehrere Steine oder auch Wurzeln umdrehen, um diese zu finden. Aber die Tiere verschwinden dann auch relativ schnell, weil sie in Deckung gehen, weil ja doch große Räuber hier sich bewegen, und deswegen ist die Gefahr groß, dass sie gefressen werden. Wenn ihr also beabsichtigt, in den USA Urlaub zu machen, dann plant doch vielleicht auch Florida mit ein. Florida ist immer eine Reise wert, und nicht nur wegen den über 100 klaren Quellen, die es da gibt, die über ganz Florida verteilt sind. Ihr solltet euch nur vorher kundig machen, ob sie auch offen sind. Das Internet spuckt das sicherlich auch aus. Manche sind auch gesperrt, weil da zu viel Traffic ist. Vor allem in den Sommermonaten versucht da jeder in das Wasser zu springen. Und dann ist natürlich, an manchen Wochenenden sind bis zu 5000 Leute da. Eher geeigneter ist es eher dann im Frühjahr oder im Spätherbst. Da ist man oft auch mal alleine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.